So, Leute, da sind wir beim nächsten Match. Ich habe den Dommel dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Moonstombie gegen Death and Hawks. Wenn ihr es rumpeln hört, über mir sind wieder die Leute am Staubsaugen. Die haben richtig Spaß daran. Ja, die machen halt ihren Job, ne? Zwar gründlich. Ja, ja, das machen die leider mittlerweile jeden Abend, aber muss halt gemacht werden. Ja, Corona sei Dank, ne? Mm. Und da geht's schon los mit einem Mulligan. Ein Mulligan. Ja gut, generell ist, glaube ich, vorteilhaft für Moonstompy im Vergleich zu Death in Texas. Ja, ist wesentlich besser. Dadurch, du hast halt den Vorteil, das war, glaube ich, die Goblin-Liste. Die Ensnaring Bridge nützen dir mehr, weil die Hawks halt meistens 2-2 sind. Und zwei Handkarten, weniger als zwei Handkarten zu haben, sind im Deck definitiv drin. Und ja, du hast halt so ein paar, generell so ein paar bessere Outs. Und vor allem hat Death and Hawks halt keine Flicker-Wisp. Ja. Und Flicker-Wisp, einfach mal die Bridge wegflickern, bieten, das ist halt so strong. Meistens ist das halt schon Liefel. Genau. Aber hier sind beide sehr souveräne Starts. Also ja, ja, beide also tun erstmal nichts. Basic Go. Mhm. Das ist natürlich ein toller Start. Trinisphäre fängst du gut an. Ja, lässt halt hier auf jeden Fall eine Runde sein. Das ist eine Mischras Factory, richtig? Ja. Ja, okay, weil ich hätte nämlich jetzt schon fast gesagt, jetzt Wasteland Go ist halt auch schlecht für den Moonstompy. Mhm. Für Moonstompy dann, das ist halt schon so ein bisschen ätzend. Magus of the Moon. Ja. Gut, lässt hier halt natürlich noch einen Mountain droppen. Das ist halt sehr, sehr gut, dass man hier die City nicht verliert. Ja, man verliert die City nicht und man hat die drei Mana. Der Gegner hat keine zwei Weißen bis jetzt. Mhm. Das ist puh. Ja. Ja, wobei im Death and Hawks ist es nicht ganz so wichtig. Stimmt, dadurch, dass du Flicker Wisp ja nicht hast. Du hast die Palace Jailer in Palace Double Jailer und die, die Verzauberung. Die Verzauberung, genau. Also zumindest Mainboard. Sideboard natürlich einiges mehr. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Steffen ist hier auch auf der Liste mit Basri. Ja. Der kostet auch Double White tatsächlich. Der kostet Double White, stimmt. Ja, und halt bis jetzt also kein Chalice-Start ist halt auch. Wobei hier, ich glaube, gegen das Deck will man auch Chalice auf 2 haben. Also. Ja. Mit den ganzen Hawks, mit dem, man versucht ja auch die Fiole auf 2 zu lassen. Genau, dann ist halt die Sache, wenn man anfängt, kann man die Chalice auch auf 1 Rush legen, wenn man danach, sobald die Fiole liegt, ist halt irgendwie doof. Mhm, klar. So, da wird gestompt. So, noch, ich glaube, da wird noch der Adventure-Token geholt. Mhm, die Adventure-Zone. Erstmal. Klingt auch wie ein schlechter Anime. Adventure-Zone, ja, klingt irgendwie, hat schon fast was von Hentai. Ja, ja, ja. Da ist ein Swords to Plowshares auf der Hand. Mhm. Das ist dann halt die Frage, ob man. Ja, okay, mit dem Wasteland. Warte, stimmt. Ja, was ein Mountain ist. Also. Ja, was ein Mountain ist. Das Problem ist halt, wenn du das Swords zockst, musst du dich austappen. Hm. Und dann machst du das wenn End of Turn. Ja. Das ist noch ein Force of Virtua. Ja, das ist noch eine Stoneforge auf der Hand. Hm. Und was kommt die zockt man auch hier, Stoneforge, genau. Ja. Ja, Better Skull. Ja. Kann man gut machen. Ist halt für das, also gegen Moonstompy echt eine gute Karte. Ja, ja, einfach nur wegen den Goblins, die halt dauerhaft in die Battleskull reinlaufen. Und genau. Dann blockt man halt und macht halt Dinge. Hier wird die Jitte genommen, wahrscheinlich, wenn man hier tatsächlich so ein bisschen den Magus abräumen. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt noch den Magus abräumen möchte. Ist halt die Frage, weil jetzt hat man eh die Dings auf der Hand, die. Da kommen nämlich die Goblins, genau. Die Spots auf der Hand. Mhm. So, und jetzt kann man mal locker einfach reinlaufen. Ja, für 3. 3, ja. Da werden noch nicht mal die Goblins geblockt. Nee, verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Hm. Huh. Ja, vielleicht dachte man sich, ah, Death Trigger möchte ich nicht geben. Das ist ein zweites Weißes, das ist sehr, sehr gut. Das, was haben wir denn da jetzt noch auf der Hand? Das ist die Verzauberung, eine Jitte. Das da ist, glaube ich, Swords. Das Swords. Zwei. Ich glaube, 2 Basris, wenn ich es richtig sehe. Ja, das sieht schon fast danach aus. Hier dann für 3 auf den. Ja, auf den Rebelmeister. Ah, oh, okay. Muss man halt irgendwie auch schon fast machen. Ne? Mhm, weil er sonst einfach zu schnell zu viel Damage macht. Das. Gerade wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ist auch eh noch ein zweiter mit auf der Hand, was natürlich richtig, richtig eklig dann ist. Ja, das ist dann halt schon eine Menge Damage, die man fahren kann. Mhm. Oh, sogar noch einer. Legion Warboss ist auch noch da. Warboss auch noch da.
Rebelmaster, ein Warboss und ich glaube, ganz hinten lag sogar noch irgendwas Cooles. Eine Bridge, glaube ich. Ja. Da kommen mehr davon. Mehr Rebelmaster, mehr gut. Ja, mehr Rebelmaster sind mehr Tokens und. Jetzt wird, auch jetzt wird einer gelockt, immerhin. Immerhin, immerhin. Das kommen wieder drei. Genau. Da wurde ein Leben zu wenig abgezogen. Wurde? Vom 15 auf 13 ist schlecht, wenn stimmt, der 3 Schaden auf 12 sein. Müssten auf 12 sein, ist jetzt die Frage, ob das relevant ist, wie jedes Mal. Meistens ja nicht. Nee, meistens echt nicht. Leider. Also bisher war es, glaube ich, nicht einmal relevant, wenn mich nicht alles täuscht. Doch einmal, wo der Tote noch weitergespielt hat. Ja, ich glaube, einmal war es relevant. Ja, jetzt ist halt die Frage, was man macht. Ne? Die Stormforge ist halt da, liegt halt da, die ist halt ätzend. Ja, man könnte halt hier versuchen, wenn man noch Swords hätte, könnte man halt versuchen, über 3 Mana irgendwas reinzubringen. Man kann auch, und das ist etwas, was ich persönlich sehr bevorzuge, für 3 Mana was spielen und dann noch die Stormforge aktivieren. Mhm. Oder dass ich das Mana, okay, wird gar nichts gemacht. Mhm. Ich wollte gerade sagen, oder halt das Mainland aktivieren, aber das Mainland ist ja Mountain. Das Mainland ist Mountain, ja. So, ich gehe mal davon aus, jetzt kommt der Legion. Ja, es ist ein Bridge. Jetzt kommt der Legion Warboss. Ja. Das ist auch der Start, den Death in Texas und auch Death in Hawks so ein bisschen fürchtet. Dieses Goblin into Goblin into Goblin into Goblin. Ja, ja, weil du kannst wenn man da nicht schnell auf eine Better Sky kommt, ist es halt echt anstrengend. Da kommt der Combat. Wird der Combat angesagt? Mhm. Wird ein Basri gepitcht? Hat man vielleicht schon eine Better Sky auf der Hand? Weiß ich nicht. Aber ist die Frage, ne? Oh, okay. Da greift man mit allem an. Ja, wenn man hier eine Better Skull hätte, wäre es halt cool. Man könnte halt die Better Skull reinbringen, könnte den Goblin wegblocken, würde ein Damage bekommen und hätte einen der großen Goblin weg und könnte danach immer noch Bounce und Replay machen. Das wäre halt echt strong. Aber es sieht nicht so aus, als hätte man die Better Skull da. Ich weiß auch gar nicht, ob Death and Hawks die Better Skull überhaupt spielt, tatsächlich. Weil er hat ja uns ja das Sword of Steel and Seinen gezeigt. Und ich glaube, das ist der Slot, der auch eine Better Skull begleiten würde. Ach, was macht das Schwert noch? Es zerstört einen Planeswalker oder ein Artefakt. Das ist ziemlich gut gegen Moonstompy. Und gibt noch Schutz vor Rot. Ja. Und damit hat man 2 Schwerter, die Schutz vor Rot geben, was allgemein ziemlich mächtig ist. Und deswegen ist das Schwert aus Steel and Sinew ganz gut. Da kommt das Fire and Ice. Das wurde nicht gesucht. Das war auf der Starthand anscheinend. Ja. Da hat man alle Equipments auf der Hand. Alter. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ja. Das hier wären jetzt theoretisch 7. Das wären jetzt 7, genau. Natürlich jetzt eine Kreatur reinkriegt und die ausrüsten kann. Das natürlich jetzt wäre dann richtig strong. Am besten natürlich sowas wie ein Hawk. Hat man noch ein Land gefunden? Naja, ein Caracas. Ne, da wird geschoben. Da ist nur Basri, ja. Basri und mehr Ausrüstung. Ja, das war dann total irrelevant. Man hätte dann, der Moon-Spieler hätte dann entweder die Bridge droppen können oder halt den Giant aus dem Adventure holen. Genau, und dann, das wäre halt relativ safe nächste Runde aus gewesen. Ja, ansonsten an Sideboard. Death and Hawks kann relativ viel machen, gerade so in die Richtung Council's Judgment. Mhm. Ein paar von den Planeswalkern können tatsächlich, glaube ich, in dem Matchup raus. Basri ist eher für andere Matchups gedacht. Ja. Man könnte noch überlegen, je nachdem, was für ein Sideboard das ist, ob man den Leonin drin hat, der einen Artefakt oder Verzauberung komplett aus dem Spiel nimmt und wieder reinnimmt, wenn er das Spiel verlässt. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob man die Sideboard spielt. Genau, der Relic One. Stompy nimmt wahrscheinlich, man hat ja gerade 2 Karten gesehen, wahrscheinlich nur 2 Fiery Confluence rein. Ja, und dafür wahrscheinlich 2 Blood Moon raus. Ich würde sagen, Blood Moons sind nicht so relevant. Die Magus of the Moon sind da schon ein bisschen relevanter, weil die auch zuhauen. Mhm. Hier sind Mulligan von Moon. Da wird eine Chandra weggelegt. Mhm. Ich glaube, ich habe einen Double Chromox gesehen. Das ist natürlich auch schon ziemlich gut. Ziemlich gut oder kann richtig schlecht sein. Ja, ja, wenn ein Land bei ist und Double Chromox, sind wir schon bei 3 Karten, 4, 5 Karten. Hat man noch eine Karte, die man genau spielen kann, dann ist die Hand leer. Ja, dann pumpen. Wenn das ein Answering Bridge ist, witzig. Ansonsten schwierig. Das ist halt okay, dann das Problem. Ist wieder kein First Turn Drop. Das ist auf jeden Fall auch ein Land. Nee, das eine war eine Chalice.
das eine Band Chalice. Das ist die Frage, ob man hier Chalice auf 1 spielt oder Chalice auf 2. Okay. Chalice auf 1 halt einfach, um den Removal wegzukriegen. Wenn er jetzt ja. halt selber eine Aetherwall nachzieht, kann er sie nicht legen. Und halt bis die Chalice auf 2 kommt, je nachdem wie die Hand aussieht, ist es halt teilweise echt irrelevant. Das stimmt, das stimmt. So. Hawk? Hawk? Kaka? Nee, Talia. Talia. Das ist auch interessant. Ich möchte hier an der Stelle einmal ganz kurz die wunderschöne Matte von Steffen rauspointen. Von Tokens von MTG machen nicht nur Tokens, sondern auch Matten. Ja. Die haben eine ganz witzige Matte, tatsächlich habe ich gesehen, weil ich jetzt echt eine Versuchung mit so einem Katzen-Jace. Das ist echt witzig, ist echt witzig. Cat-Jaces? Ja, Cat-Jaces. Ja gut, jetzt hier 4. Was kann man jetzt für 3 Mana dann großartig spielen? Weil für 4 die Planeswalker sind ja safety. Man könnte halt einfach einen Goblin spielen, den Goblin reinrennen lassen für tot. Oder ein Blood Moon. Oder ein Blood Moon. Jo. Ja, kostet 4 Mana. Der safe dich jetzt halt vor Wastelands. Genau, aber Wasteland, Port oder ist ein Relic Warden. Ja, Karakas ist jetzt auch tot. Ja. Man könnte jetzt den Relic Warden tatsächlich auf den Mox spielen. Auf den Mox, genau. Würde ich auch machen. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee, um halt Mana wegzunehmen. Oder man spielt... Prima ist natürlich auch ziemlich gut. Das ist widerlich. Da brauchen wir schon eine Ensnaring Bridge und der Gegner hat den Relic Warden halt schon auf der Hand. Ja. Doppelgoblin. Das sind 2 Rebel Master. Rebel Master, Legion Warboss. Legion Warboss. Sander, Side-Fact, weißt du, dass der Legion Warboss eine Geschichte hat in jedem Ravnica-Block? Er hat angefangen als Boros-Legionist. Ach ja! Wurde dann als Loyalist irgendwas noch, glaube ich. Nee, am Anfang war er Loyalist, dann Legionist und dann Warboss. Also er ist tatsächlich immer derselbe Goblin, der halt die Geschichte durchmacht. Okay, krass, also hat man 2... Rebel Master. Nee, 2 Warboss und 1 Rebel Master auf der Hand. Das heißt, eine Menge Goblins. Ja, das Problem ist halt, die werden halt nach und nach, werden die großen Goblins halt alle abgeschlachtet, ne? Ja, weil die Talia halt einfach Erstschlag hat, was... Ja, und der Primus hinten zu groß ist. Ja. Block plus Katze. Ja, stimmt, die macht ja im Dings auch noch... Ne? Genau, und dann wird wahrscheinlich die Katze getötet im Damage. Ja. Weil ich glaube, die lässt man nicht überleben. Nee. Nee. Wir werden extra nachgefragt, die Katze, bist du sicher, die Katze? Ja, sind wir uns. Der süße Token muss gehen. Ja, wunderschöner Token. Ja, das ist jetzt halt schon ein richtig schlechtes Board State. Ja. Der Primas mit Wachsamkeit. Primas mit Wachsamkeit, die kleine Katze, die mitkommt mit Wachsamkeit, ist schon ziemlich mächtig. Und spätestens jetzt würde ich halt den Chromox wegpicken, einfach weil der Gegner halt bewiesen hat, dass er kein weiteres Land auf der Hand hat. Und ihn davon von Mana abzusafen ist halt schon ziemlich cool. Ja. Man könnte ja auch den Blood Moon nehmen und danach porten. Und man hätte immer noch das Karakas zum Safen auf. Was der Port nimmt halt 2 Länder weg, plus der nächste Landdrop opfert das eine Land auch noch weg. Genau. Die Katze hat Wachsamkeit. Wollte ich schon sagen hier. Man könnte jetzt natürlich auch so ein bisschen tricky sein, wenn der Warboss jetzt eine Katze, die einen Mana, die 1-1-Katze geblockt hätte, hätte man die Verzauberung reinflashen können, weil die hat ja Flash. Stimmt, ja. Und damit hätte man dann den Warboss gekillt. Das war jetzt aber ein Rebel Master. Ja, Rebel Master. Kommt auch selber raus, das ist eine 2-2 Goblin. Okay, wird die Chalice rausgenommen. Da wird die Chalice genommen. Oho. Also wird man wahrscheinlich ein Sword auf der Hand haben. Das ist jetzt interessant. Da ist auf jeden Fall ein Sword of Fire and Ice und ich meine, da wäre ja auch ein Sword of Plosius gewesen. Ist ein bisschen irrelevant, weil es halt immer noch Mountains sind. Nächster Goblin. Mehr Goblin, mehr gut. Hier könnte man jetzt, wenn der Rebel Master mit angreifen sollte, aus irgendwelchen Gründen, könnte man auf jeden Fall den Warden oben reinlegen. Weil der hat seinen Job getan und die Chalice käme ja als Nuller-Chalice wieder, was noch beim Gegner beim Chromox abschalten würde. Stompy noch für Probleme sorgt. Problem ist jetzt ganz einfach, dass der Rebel Master gleich dafür sorgt, dass der Warboss mit angreifen muss. Ja. Das ist der Nachteil am Rebel Master, weswegen man den in verschiedenen Listen auch gar nicht gespielt. Hier wird wieder einer der Goblins nicht geblockt. Mit dem Legion. Mit dem Relic Warden hätten wir den doch locker blocken können. Ist 2-2. Der ist 2-2 und eigentlich ist der Goblin 1-1.
So, 3, 5 Mana. Ja, jetzt mit dem Wasteland hätte man safe auf die auf den Blood Moon gehen können. Ja, aber das Swords ist total irrelevant. Ja, mit Swords kann man halt hier was machen, aber hier würde ich halt wirklich warten, bis halt der Gegner in seinen Turn ist und das Swords dann im Gegnerzug spielen. Weil der, wie gesagt, der Rebelmaster sorgt ja dafür, dass jeder andere Goblin angreifen muss. Und damit muss der Warboss angreifen. Das ist halt schlecht. Ja, also ich hätte auch schon. Der Primas ist halt 3-4. Ja, der Primas ist 3-4. Das ist den halt kriegst schon du nicht weg. Nee. Und vor allem, wenn dann die Verzauberung rauskommt, also die der 4-5. Force of Virtue, ist der 4-5 und macht 2-2 Katzen, was einfach unmenschlich stark ist. Ich mag das Deck sehr, ich mag Deathhawk sehr. Und ich kann das auch jedem empfehlen, der so ein bisschen anfangen möchte mit Legacy, so ein bisschen Death and Texas spielen will, aber Death and Texas Respekt hat und sagt, das Deck ist mir noch zu schwer oder das ist doch zu interaktiv. Deathhawks ist das Midrange-Aggro-Deck, was ihr dann sucht. Das ist echt eine schöne Alternative dazu. Ja. Also es macht auch Spaß, auf der anderen Seite zu sitzen. Und ja, ich weiß, dass Steffen sehr viel Spaß an dem Deck hat. Ich auch, tatsächlich. Und das, obwohl ich sehr tief auch in Death and Texas drin bin. Ist halt ein sehr, sehr cooles Deck, weil es einfach ins Gesicht geht. Ja, es einfach ins Gesicht. Ist halt die sehr aggressive Version. Ja, genau. Es ist eine aggressive Death and Texas-Version, was super witzig ist. Wir haben hier einen Mulligan von Deathhawks. Ich weiß nicht, hatte Moonstompy Mulligan? Ich weiß nicht, es sieht auf jeden Fall so aus, weil er gerade die Chandra schon nach oben gezogen hat. Ja, das sieht schwer nach Mulligan aus, ja. Mulligan für beide ist halt fair. Okay, genau. Auf der anderen Seite, ich glaube, Moonstompy hat jetzt alle 3 Spiele Mulligan gehabt. Ja, macht's ja gerne. Genau, das Deck muss halt Mulligan, weil das Deck ist halt so anfällig für sehr Handkarten. Ja, das Problem ist halt, der Turn 1 muss stimmen, ansonsten macht das Deck nichts. Ja, und vor allem der Turn 1 muss stimmen für das Gegnerdeck. Ja. Das ist halt noch so ein bisschen das Hauptproblem. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich halte einfach jeden Turn 1, den ich ziehen kann, sondern du brauchst einen Turn 1, den Gegner auch wirklich stört. Gegen Deathhawks Turn 1 einen Moon zu legen, kann dich selber sehr stark behindern. Das zum Beispiel schon. Jetzt kommt wahrscheinlich die Chalice auf. Da ist eine Aether Fuel auf der Hand, das schaltet ihr natürlich ab, das ist gut. Ebene, das heißt, Moon wäre auch egal gewesen. Noch eine Ebene. Ja, dass der Deathhawks-Spieler eine Ebene auf der Hand hat, ist eigentlich schon gesetzt. Ja, 13 Ebenen, das ist, glaube ich. 11 oder 13 Ebenen, also eine Menge Ebenen. Eine Menge Basics. Deshalb der Blood Moon auf der Hand, wurde der wahrscheinlich gerade gezogen, sonst hätte man den wahrscheinlich jetzt allererstes da reingeschmissen. 3 Mana jetzt ein Magus auf dem Mond. Oder so. Das ist zumindest ein Bieter, der in 10 Runden ausmachen kann. Ja, das dauert zwar ein bisschen, aber es funktioniert. Ja, da ist noch ein Land. Snow-Covered Plains. Der Mix aus Snow-Covered Plains und Plains ist ja wegen Predict. Ja. Was wir auch schon live on Kamera gesehen haben in einem der Social-Media-Matches, wo Predict tatsächlich einen Unterschied macht zwischen Mountain und Snow-Covered Mountain. Ja. In diesem Fall wäre es halt Ebene und Snow-Covered-Ebene. Hier ist jetzt die Suche nach den Hawks. 3 gesucht. Ist halt die Frage, ob 2 gesucht. 2 gesucht, ja. Ist halt die Frage, ob man jetzt einen noch drin lässt oder einen schon auf der Hand hat. Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, mit dem Mulligan hätte man sich den letzten aussuchen können. Man sieht nicht alle Karten so wirklich, leider. Nee. Ja, Hawk hier halt wirklich, wirklich cool. Das ist Ballsy Move. Ja. Okay, man hat einfach noch was. Okay. Mehr Moon, mehr gut. Mehr Moon ist mehr gut, genau. Ja, ist mehr Ebene. Das ist halt schon ziemlich viel. Ebene. Auf der anderen Seite mit den Hawks. Man kann jetzt einfach Hawks auf der Hawk spielen, was echt gut ist. Ja, vor allen Dingen, die Fliegen ist halt genau, sehr, sehr Flieger, gut. Die weitere Einsatzflieger aus dem Deck auf die Hand nehmen, was super stark ist. Ja, Stoneforge noch hinterher. Ja. Uff, wenn da dann halt jetzt ein Sword of Fire and Ice kommt, der jetzt dann langsam die abschalten kann. Oder wirklich das Sword of Steel and Sinew, um die Chalice abzuräumen. Und nach und nach die Kromoxe. Das macht dann halt schon eine Menge, weil Land hat man bis jetzt noch nicht wirklich viel gesehen. Nee, tatsächlich wäre das, glaube ich, den Weg, den ich gehen würde. Ich würde wahrscheinlich das Schwert Stahl und Sehnen, heißt es in Deutsch. Wir müssen ja auch mal staten, dass Steffen unser Deutschspieler ist, der alles in Deutsch spielt, wenn es geht. Und ja genau, das Schwert aus Sehnen und Stahl und das ist halt ziemlich, ziemlich gut. Ja, das jetzt schon. Die Frage, ob da jetzt die Bridge von oben kommt. So wie das aussieht, eine Kreatur. Mit beiden, okay, man hat also kein Force of
Virtue auf der Hand. Sonst hätte man einen geblockten E-Force gespielt. Ja. Da ist eine Enzyme Bridge. Ja, jetzt macht das Schwert halt wenig. Weil man kommt halt mit einer Null-Handkarten halt nicht durch. Das einzige Problem, was der Moonstompy-Spieler jetzt halt hat, nur 3 Mana. Ja. 4 Mana-Drop kriegt man jetzt nicht aufs Board. Genau, also hier könnte man jetzt einfach Hawk-Hawk spielen, Go sagen und hoffen, dass der Moon-Spieler irgendwo brickt. Okay, ich würde jetzt auch nur einen Hawk spielen, um das Schwert reinzukriegen. Oder eine, wenn auf der Hand ist eine Hirte. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch der Move, der gemacht wird. Das ist ziemlich gut. Man bekommt ja trotzdem den Goblin. Ja, und der muss nicht angreifen. Der muss nicht angreifen, weil man nicht angreifen kann, weil null Handkarten. Ensign Bridge sagt das. Es ist ziemlich, ziemlich gut. Und jetzt beginnt ein Spiel, das hier voller Aufbau ist. Ja, genau. Das passiert ganz gerne hinter einer Ensign Bridge. Ja. Dass beide Spieler sich super krass aufbauen und gar nicht mehr wissen, was abgeht. Und interessanterweise ist dann irgendwann noch so, dass selbst wenn man die Bridge irgendwer loswerden könnte, manchmal niemand das Bedürfnis hat, diese Bridge loszulassen. Ja. Weil es würde einfach eine Schlacht auf dem Feld entstehen, die einfach nicht mehr zu. Ja, vor allen Dingen muss man irgendwann kalkulieren, in wie vielen Runden wird man selber umgebumst, ja, und in wie vielen Runden kriegt man den Gegner tot. Und das ist halt eine Sache, die da teilweise echt schwer zu kalkulieren ist, weil. Ja. Also ich würde mal sagen, das Momentum ist jetzt auf der Seite von Moonstompy. Auf jeden Fall. Ja, vor allem als Moonstompy-Spieler kann man eben auch lustige Aktionen machen, wie man kann einfach die Bridge da lassen, mit 10 Goblins angreifen und dann eine Karte spielen, um wieder auf 0 runterzugehen. Das ist halt schon ziemlich mächtig. Ja, einfach mal für 10 schwingen und dann gucken, was passiert. Vor allen Dingen der Devon Hawk-Spieler ist auf 14 runter. Das halt auch. Du erreichst schneller mal, gerade mit 2 Rebel-Mastern, erreichst du schneller 14 Token als... Ja, das stimmt. Ich habe hier eine Force of Virtue gesehen, die wird hier nicht gespielt. Wahrscheinlich einfach, weil man hofft... Ja, worauf macht man? Sonst wird es ja noch schwieriger, durchzukommen. Ja, aber jetzt hat der Gegner 5 Mana und es wird zu dem Punkt kommen, wo einfach das Board gebrochen wird. 4 Mana. Und es wird einfach zu dem Punkt kommen, wo das Board gebrochen wird. Und da hätte man dann... viel machen können, ja. Walking Ballista. Kann man theoretisch einfach warten? Ja. Oder bringt halt einen einfach schon mal um? Weil jetzt ist das... Boah. Weiß ich nicht, ob ich das getan hätte. Ich weiß es gerade auch nicht. Weil man hat ja immer noch die Möglichkeit, die zu pumpen. Und man hat ja immer noch das Force of Virtue, was ziemlich mächtig ist damit. Ja. Stimmt. Und das hätte man hier auch End of Turn wahrscheinlich wieder reinlegen können mit Force of Virtue. Dann bleibt die halt kann die auf 0 Marken runtergehen, kann trotzdem schießen, was super mächtig ist. Das ist halt auch eine Sache, wo man jetzt überlegen kann, ob man es nicht einfach macht. Weil dann die Walking Ballista kann halt auch das Spiel jetzt gewinnen. Weil Moonstompy hat jetzt, glaube ich, mit dem Boarden vielleicht 2 oder 3 Karten, um die zu handeln. Ja. Und das war's dann auch schon. Und man kann noch eine Marke drauflegen, immer noch. Das ist schon solide. Jo. Und jetzt, ich glaube, noch eine Marke drauf. Oder hier kommt das Force Hardcast. Also wird auf der Hand wahrscheinlich keine weiße Karte sein. Sonst das hätte man das wahrscheinlich früher gemacht. Dann hätte ich vielleicht einen der Hawks auf der Hand behalten, nur um die zu pitchen, weil das Mana ist super wichtig. Ja. Und man hätte halt vorher schon die Gelegenheit gehabt, die Karte für 4 Mana reinzuflashen. Das hat man ein bisschen vertan. Weil jetzt ist die halt auf 1-1 runter und ist dann da super Anfall. Ja. Ping, ping, ja. 2 für dich. Artefakt und 2 ins Gesicht. Gut, da macht es auch nicht so viel Unterschied. Nee, da macht es echt keinen Unterschied. Und es macht halt... Hätte man hier als Mondspieler... Einen Schaden an jeder Kreatur? Nein. Nee, 2 Schaden an jeder Kreatur plus das Artefakt zerstören können? Nee, glaube ich nicht. Wäre mir zu gefährlich gewesen. Ja, stimmt, weil man ja natürlich auch den eigenen Rebel Master und die eigenen Magus of the Moon und so weiter. Genau, da stirbt plus alles. Wird, genau. Spyglass. Spyglass, die Karte, die gezeigt wird, ist eine Ätherviole. Stimmt, die hatten wir ja schon mal am Anfang angesehen. Ja, stimmt. Das die war ist das. Ziemlich bad, weil Chalice of Eins. Das ist halt die Frage, sagt man den Basri an? Ich weiß gar nicht, ob der Game 3 überhaupt noch drin ist. Ich denke nicht. Es ist schwierig. Man könnte hier einfach
Ja, wahrscheinlich eine der Ausrüstungen ansagen. Jitte? Ja, genau, entweder Jitte oder Sword of Fire and Ice. Ja. Schwierig. Sonst. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, was angesagt wurde. Ich auch nicht. Lol. Das sind halt die Top-Decks, die das Deck haben will. Wenn das Deck halt so mit Top-Decks am Arbeiten ist, das schon geil. Und das macht das selten. Ja, aber das wenn, dann sieht das aus wie das mächtigste Deck, was man jemals haben kann. Jetzt Talia für zwei. Talia, ja. Und jetzt kommt halt die Frage, wie lange macht man die Goblins hoch? Ich bin halt die ganze Zeit überlegen, was man hätte ansagen können mit dem Spyglass. Aber ich glaube wirklich nur eins von den Ausrüstungen. Den Planeswalker. Die Länder sind halt alle schon ausgeschaltet, grob gesagt. Ja, ist doppelt. Also du musst beide Magus auf dem Moon wegkriegen, ohne die Swords nutzen zu können. Das ist schon hoch. Oh, das ist ein Palace Jailer. Oh. Damit könnte man den Rebel Master rausnehmen, könnte noch Karten extra ziehen, was nicht schlecht ist. Ja. Oh, das ist kein Palace Jailer, das war ein Prinz. Das war ein Charming Prinz. Ja, ach, spielt man zu selten. Scry. Was hat man? Ich glaube. Bottom. Das war wahrscheinlich eine Chalice, die ich da gesehen habe. Etherweile und eine Etherweile. Ja. Könnte man die jetzt mit den Goblins schon reinhalten? 4, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du gehst halt, du verlierst halt 7 Kreaturen und machst nur 3 Schaden. Okay, also wartet man hier noch. Also ich würde mindestens warten, bis du 6 Schaden machst. Chalice of 2 ist natürlich richtig strong. Ja, damit schaltest du den Relic Warden aus. Ja. Tatsächlich. Und aber auch deinen eigenen Stomp. Das ist korrekt. Die Frage ist, wie relevant das ist. Ja, das stimmt. Es ist halt hier interessant, man kann den ja auch einfach dann einfach als Golem spielen, dann ist gut. Für die Chalice wird Mana zu wenig bezahlt. Ja, stimmt. Nicht, dass es relevant wäre. Nee, aber. Aber muss man ja auch rausbauen. Muss man ja auch so sagen. Jetzt ist man auf 11 und immer noch bei 7. Ja. Also 7 werden geblockt. Man hat 11. Also ich würde schon wirklich auf 13 hochgehen, ja, damit du mit 6 durchkommst. 12, das sieht aus wie ein Force of. Ne, ein Soft. Sword of Fire and Ice. Hm. Gibt man die auf den Hawk, weil Gaga. Ja, ja, und so schnell werden die auch nicht durchfliegen. Ne, nicht wirklich, nicht wirklich. Da ist jetzt halt. Wow. Das Deck ist gerade im absoluten Feuer-Top-Deck-Modus. Die Leute, die hier noch zuschauen, könnt ihr mir mal sagen, ob die Würfel, die wir benutzen, hier jetzt besser sind oder nicht. Ich habe jetzt mal darauf geachtet, dass wir mehr die Poker-Dice benutzen. Stimmt. Die schwarzen und die roten, ja, die wir haben. Ob das besser zu lesen ist, ob das besser aussieht oder ob wir lieber wieder zurück auf die etwas kleineren Würfel gehen sollen, die man, finde ich, immer noch gut lesen kann. Ja, da wurde schon wieder die Talia vergessen. Ja, das eine Mana bei den ganzen Mana. Das sind halt jetzt bei 16 Goblins, das ist halt. 16 Goblins, ja, da ist jetzt halt 14. 14. Also ja, im Angriff wären es dann 16. Da könnte im man. Nächsten Attack. Ne, sogar mehr. Das sind schon 16. Stimmt. Im Angriff wären es dann 18. Das ist halt schon. Das ist schon solide. Und jetzt kommt nämlich. Was ist denn das? Das ist ein Council's Judgment in Double Masters. Ach du Schande. Alternatives Artwork. Kostet erstens ein Mana mehr. Ja. Niemand möchte diese Talia bezahlen. Niemand. Und es denkt auch keiner dran. Nee. Ich glaube, da war nämlich gerade eben eine Diskussion, ob du die Bridge überhaupt entfernen darfst als Stephen Hawks Spieler. Ich glaube nicht, aber ich denke, es war irrelevant, weil es einen trotzdem irgendwie tötet. Ja, genau, weil du konntest die Bridge nicht entfernen, weil du konntest den Moonstompy-Spieler nicht umbringen. Genau. Hättest den Backswing aber nicht überlebt. Genau. Da war halt der Moment, wo man halt sagen muss, ne, jetzt. Da muss man dann halt wirklich rechnen. Das ist halt der Punkt, wo man dann halt voreinander steht und sich denkt, ja geil, habe ich Bock drauf. Ja, tu mal den Rechenschieber raus. Das ist wirklich gut. So, hier geht man dann für 10, das geht man runter auf 2.
Ja. Und er legt ein Land, damit er jetzt nicht angreifen kann. Das ist halt jetzt der Punkt, vorher hätte man rein mathematisch, wenn man das gesehen hätte, hätte man halt vorher einfach rein angreifen können, dass auf jeden Fall die Menge an Goblins übrig bleibt, mit der man nachher noch Liefel zuhauen kann. Ja. Wobei jetzt hatte, der hatte ja 7 Blocker. Der Damage ist halt 12 Damage, der halt fliegend alleine kommt. Ja. Nochmal 4 sind 16, 17, 18. 18 Damage würden halt mit Talia und Ding durchkommen. Es würde halt genau nicht reichen. Es war und, one short. Ein Leben zu kurz, da wäre noch eine Bridge gekommen. Ja, und dann hätte man sich halt wieder aufgebaut. Ja. Aber es ist ganz cool, ich mag so Bridge-Spiele. Sehr schönes Match. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.